eher aus, als ob das Boot. Kann ich der kapern? Wir fahren aber verdammt schnell. Ich versuche jetzt mal, ob ich da an Bord gehen kann. Wenn der nicht abhaut. Heieiei. Hat der ein Tempo drauf. Kannst du ja vergessen. Wenn ich extra hinschwimmen, das mache ich jetzt nicht. Dann nehme ich schon lieber ein Boot. Auch wenn Roy Scheider ein größeres braucht. Und mit dieser bescheuerten Anspielung. Sag ich mal, ah, gute wie willkommen zurück zu Badegang mit Weishen. Nein, wir kommen zurück zu Let's Play Sleeping Dogs 100% run uncut. Wir müssen noch ein paar Post-Game-Sachen, wie man so schön sagt, erledigen. Jetzt sind wir noch voll verschmiert, der Gute. Aber ich hab's jetzt nicht dahin geschafft, zu den Booten. Werde ich das erledigen, wenn ich hier in dem, das ist auch ein Hafen, wenn ich da die Tresore einsammeln. Jetzt machen wir erstmal die DLC-Mission Tod durch 1000 Schnitte. Au. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Also mit, also Trends Auto-Mission haben wir auch alle abgeschlossen. Aber ich werde noch ganz schön Geld ausgeben müssen, wenn ich schon dann denke, ja komm. Wenn ich dann denke, dass ich alle Wagen kaufen muss, das ist schon übel. Genauso wie alle Klamotten. Bin jetzt scheiße abgebogen. Also komme ich auch dahin. Ach so. Das hatte ich ja ganz vergessen, dass das hier bei der Knarre so geht. Mit dem Bullet Time. Wehren Sie die Gegner ab und überleben Sie möglichst lange. Na, das sollte doch gehen. Was habe ich? Ein goldenes Hackbeil. Mit allen Mitteln! Das, ach, das hat mir noch gefehlt. Dass ich einfach einen mit so einem Hackbeil erledige. Dann haben wir das auch schon erledigt. Ach, wie cool. Wer jetzt? Aua. Wenn ich aber eigentlich oft genug meine Anzeige erfülle hier, dann müsste ich eigentlich oft auch meinen Energie heilen können. Oh! Nach jeweils 10 Kills erhalten sie Gesundheit. Na, das kann länger dauern. Wisst ihr, was wir machen? Es dann so, wenn ich es bis 100 durchschaffe, dann werde ich mich bei 100 töten lassen. Ja? Machen wir es bis dahin. Ist das geil. Ich habe einen Hackbeil. Ich bin so wenig. Ich hau dich kaputt. Who's next? Oh, jetzt habe ich meine Waffe verloren. Moment, D-Mac.
jetzt auch wieder. Schweinehund. Haha, die Mac geht sogar mit dem Hackbeil. Voll auf die Fress! So aber nicht, mein Freundchen. Also, das ist auch auf jeden Fall eine gute Mission wieder, um Gesundheit zu farmen. Ein Andi! Andi! Was geht bei dir? Da kommen jetzt zwei Andis! Zum Preis von einem! Wenn man das mit der Machete erledigen kann, man hier glaube ich eher auch gut, außer mit den zivilen Sachen, mit den Nahkampffarmen, ne? Mit den Waffen. Was willst du? Oh, der hat mich entwaffnet! Nein, Andi, was soll das? Oh, ich bin weggerollt. Meine Waffe. Andi? Oh oh. Okay. Oh oh. Ich muss aufpassen. Scheiße. Ich muss jetzt schneller kontern müssen. Ich weiß nicht, wo mein Beil ist. Oh oh. Ist das mein Beil? Ist aber nicht golden. Das war ein Comeback, was? Das war nicht mein Beil. Verfluchte Andi, ich hab's verloren wegen dir. Fuck! Ich hasse das, wenn dieser Angriff kommt. So, noch ein Kill und ich hab wieder ein bisschen Energie. Okay. War auch nicht mein Bein. Das ist, hat sich echt aufgelöst, weil dieser Fettsack mir das aus der Hand geschlagen hat, ja? Nein! Na, mal schauen, ob wir die nächsten knappen 50 noch durchstehen. So, aber nicht. Ist echt schon. Ey, ich hab doch gekontert. Fette Sau, ey.
Komm, befrei dich! Boah, das war knapp. Jetzt ist meine Ansichtszeige endlich mal wieder gefüllt. Dass ich mal ein bisschen Energie recovern kann. Hier sind so viele Waffen, aber mein Pfeil ist nicht mehr da. Na toll. Das zieht so übel viel Energie. Oh, ich hasse das. Hallo, ich hab doch... Nein, 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 roll weg. What? Mit was hat der mich denn gekratzt, bitte? Okay, komm, do it. Okay, Energie, Quatsch. Ansehenzeige voll. Wieder ein bisschen Gesundheit. Boah. Da habe ich aber mich eben jetzt durchgekämpft. Nein! Oh, komm! Jetzt langt's. Oh shit. Jetzt darf ich keinen Konter mehr verhunzen. Das war's. 66, naja, immer noch ein akzeptables Ergebnis. Ist doch fast, als ob da eine Knarre liegt, ne? Oh. Tod durch 1000 Schnitte hat mir auch nicht so viel Triaden-Upgrades gebracht, wie ich jetzt erhofft hätte. Da müssen wir das noch einmal noch machen. Gut. Was machen wir jetzt? Jetzt holen wir uns die Tresore, die da noch fehlen. Aber ich brauche einen besseren Wagen. Hey, it's Wei. I need a car. Sorry, I don't have any time. What the fuck? So ein Arsch. Nur weil ich am Hafenviertel bin, kommt der jetzt nicht angefahren, oder was? Kann ich hier nicht einsteigen? Oh. Egon! Jetzt muss ich auch noch laufen. Ihr Schweinehunde. Trümmen Wagen, den ich verwenden kann. Warte mal, wo ist denn das Zodiac Tournament, von dem die sprach? Das ist eine Triaden Highway. Hä? Da stand doch in der SMS. Es geht zum Zodiac Tournament, wenn ich. Ach, egal. Ich hole mir jetzt erstmal die Tresore, dann machen wir das. Hey, das war ein offen. Who's Harold? You don't know. You know what? Never mind. You didn't see me. I was never here. Thank you. Hey, das war ein random open Event. Oh, wie cool. Müll im Kofferraum Hafenviertel, okay? So, kann ich dann. Kann ich den Wagen nicht verwenden? Oh, ihr seid so geizig. Hey, it's Wei. I need a car. Sorry, I don't have any time. Oh, du bist doch so ein Arsch, oder? So, jetzt sind wir mal. Das war nur von Tran. Aber
Na gut, ich finde noch heraus, wo das, wie ich zu dem Zodiac Tournament komme. Nein, mit euch kämpfe ich jetzt nicht. Da habe ich keine Lust zu. Mann, ich brauche einen Wagen. Eigentlich einen schnellen. Das ist ein Mist. Naja, dann nehmen wir den jetzt halt mal. Der auch nicht der schnellste ist. Was geht da drüben ab? What the fuck? Was macht der Geldtransporter? Ah ja, hier war die Feuerwehr. Bei unserer schönen Dörperei. Ach nein. Warte mal, ich muss mal einsteigen. Ich bin doch ganz woanders, ne? Das war doch mal eine Expressabkürzung, aber ich bin mir sicher, mit einem schnellen Wagen wäre das ein schöner Flug geworden. Warte mal, was ist denn hier? Achso, das ist der Triaden Highway. Kein Open World Event, ja? Kein Random Event. Sonst hätte ich gesagt, da stoppe ich mal. Ist auch das, ne? Was mir hier noch angezeigt wird. Ja. Nee, nee. Ich wollte jetzt die zwei Tresore holen, die hier sind. Komisch, ich hätte echt das Gefühl gehabt, ne, dass ich die schon erledigt hätte, aber das kann auch sein, weil es so viele gibt, dass es so wirkt. Och, wirklich. Jetzt muss es nochmal so eine sein. Wir haben doch keine Zeit, Kinder. Und ein Hackbeilchen. Brauch ich jetzt nicht mehr. So, ich habe gesehen, dass ich eher an der anderen, an dem anderen Tresor vorbeigefahren bin. Kamera auch wieder ein bisschen am Amok fahren hier. Boah, das ist so eine Labyrinthfahrt im Hafenviertel in jedem Open-World-Spiel. Ja, ich sehe ihn schon. Müsste mal vergleichen. In jedem GTA, wo ein Hafen vorkommt, in Just Cause, in Saints Row sogar. Hafenviertel sind immer eine Labyrinth-Tour. Auch bei Watch Dogs war das nicht anders. Okay. Jetzt kommt ein Schiff oder ein Boot. Lass mich schauen. Hier im Frachthafen dürfte ich nicht dürfte ich eine Chance haben, aber hier müsste eines sein. Na, dann kann ich nämlich das mitnehmen. Um zu dem letzten Tresor zu fahren, der mir jetzt noch fehlt. Weil ich nämlich durch den, weil mir nämlich dieser eine Tresor da hinten noch fehlt und ihr habt ja gesehen, als ich versucht habe, den einzusammeln, da bin ich krepiert. Deswegen mache ich aus. Ein Boot da unten dürfte hier vorhanden sein, oder? Bitte sagt mir jetzt nur, dass ich da auch wirklich eins vernehmen kann. Nicht, dass ich nicht, dass sie alle nur anlegen und die nicht benutzbar sind. Doch, das geht, auch wenn das ein richtiges Schabracke vom Boot ist. So, dann müssen wir mal schauen, wo ist denn das Tresorchen markiert.
Hat er es jetzt markiert? Important thing of all, individuality. Ja. J. Jiggler, original clothing. Was ist ein scheiß Boot? Ach, guck mal, das ist doch besser. Ich steige um. Das sieht auf jeden Fall schneller aus. Das ist so ein Touristenboot, ne? Ja, ja, da ist dann einer, der hier die Touris durch die Gegend fährt. Was ist hier neben mir auf der Karte? Das ist auch wieder... ach so, das ist eins von den Weinen, die wir gemacht haben. Achso, das war eigentlich... ein Rocksender. Mal schauen, was, mal anhören, was das so ist. Fahr ich in die richtige Richtung? Ich habe gerade das Gefühl, ich entferne mich immer weiter. Doch, ich bin richtig. Ich muss hier einmal die Insel umrunden. Nur nicht irgendwo gegenfahren, dass ich kennte. Also ich weiß nicht, aber irgendwie bei Assassin's Creed Rogue war das, glaube ich, ne? Wo das so eine enge Passage sind. Da bin ich bei sowas immer gegengedotzt. Gut, aber das ist ja auch ein größeres Schiff. Kann ich überhaupt nicht vergleichen gegen so ein kleines Luftkissenboot hier. Sehr cool, wenn man so eine Yacht steuern könnte. Oh, verpiss dich doch, du Huso! Normalerweise hätte mein Boot kentern müssen bei so einer Kollision. Aber naja, hatte ich mal Glück gehabt. Oh, Thin Lizzy. Immer wieder gut. Eigentlich genau optimal als Musik zum Anhören, um da hinzufahren, das Collectible einzusammeln. Nein, 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 wow, 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 wow. Ich wollte nicht an den Strand fahren. Fahr ich denn noch richtig oder bin ich jetzt falsch gefahren? Nein, ich bin richtig. An dieser Engstelle muss ich durch. So, der letzte Tresor will natürlich nochmal eine Sonderbehandlung haben. Da war auch eine Knarre drin, sehr schön. Westside-Bühne, okay! Jetzt hören wir nach, wie ich zu dem Zodiac-Tournament komme. Eine weitere Triad-Mission, die ist, eine weitere DLC-Mission auch vor allen Dingen, die es in sich hat. Survival of the Fittest muss man aber ganz schön kämpfen, um das zu überleben. Haben wir auch erstmal abgeschlossen. Anschließend geht es zur nächsten Vervollständigung, zur nächsten Vervollständigungsaufgabe eigentlich. Wir haben die letzten Tresore gefunden. Jetzt schauen wir, was noch ansteht und dann geht es an die DLC-Kampagne. Da würde ich mich drauf freuen. Vergesst nicht, Bewertung.